Hi Leute, jetzt geht's endlich los. Starfield ist ja zu haben, sage ich mal. Man kann es jetzt spielen und das wollen wir jetzt auch machen. Bevor ich das Spiel starte, schauen wir mal in die Einstellung unter Anzeige. Was haben wir hier? 4K ist eingestellt. Skalierung der Renderauflösung, ja, das ist hier schon alles auf Maximum. Grafikvoreinstellung. Also er hat hier schon automatisch die höchsten Einstellungen ausgewählt. Das sieht soweit ganz gut aus. Dann haben wir hier noch Interface. Lass das einfach auch mal so, wie das ist. Ja, Steuerung, das ist natürlich ganz wichtig. Das lassen wir aber auch erstmal so, wie es ist. Ja, vorwärts, rückwärts, das ist klar. Primärer Angriff. Nahkampf ist V. Granate. Aktivieren ist E. Aha, Waffe. Ja, so viel ist das ja nicht. Die Standardbelegung, würde ich mal sagen. Das passt. Okay, also einstellungstechnisch war jetzt nicht so viel. Dann würde ich sagen, drücken wir mal hier auf Neues Spiel starten. Seals are good. Oxygen's good. Just do what you did last time, and you're fine. Follow my one simple rule. Hela, what's my one simple rule? Listen to Lynn. Boss lady knows best. Exactly. Listen to me. Mining's just like any other job. Go steady. Go safe. Go home with a pocket full of credits at the end of the day. Yeah, totally. It's just like, I work in the Stardock. Except, with more cave-ins, lasers, and accidental dismemberment. Very helpful. Thank you. Ah, you're gonna be fine. Your first outing was solid. And, you know, let's be honest, it ain't exactly astrophysics. That's why I keep him around. Good pep talks. Yeah. And the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300 meters. Not untrue. A shame we won't find any down here. But the metal deposits alone should pay for our own helium. Hell, after this, we'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next. Hey, more minerals, more money. And so the cycle repeats itself. Just no more unauthorized jumps in a house for room space, okay? He's just a big baby. There are worse lives. You know, most Dusties don't even make it this far. I have a good feeling about you. A group hug now or at the end of the shift? One of these days, Hela, I am going to leave you behind. Promises, promises. Wir starten also in einer Mine. How are we on time? A little longer. Grab some samples? Always. But not you. Check on Isabel. Make sure she eases up on the breach. I don't feel like getting buried alive today. Roger that. Remember, Dusty, keep your breathing steady and never take that helmet off down here. Oxygen processors don't extend this far. Yeah. Wir müssen also erstmal arbeiten, so wie es aussieht. Know what I love about working in Freestar Collective Space? You were ready. A job like this in the United Colony? Dreams of red. This one over here. Calvert! No, it's a laser, not a sledgehammer. Ease up. Benning, if you got paid per break, you'd be a millionaire. Let's go. Yeah,
your cut, you'll get your cut. No exceptions. Come on, pick it up. Troy, what's the yield? Minimal at this point. Occasional glimmer, but it's weak. What do you think? Stay the course? No, ma'am. Juice ain't worth the squeeze. Well, okay then. Let's call this one tapped. Why don't you move over to that big... Mir fällt gerade ein, ich konnte gar keinen Charakter erstellen. Kommt das noch? Ja, wir laufen jetzt erstmal hier hinterher und gucken, was passiert. Dusty, you're up. Grab a cutter and mine what you can. Metal deposits are in that cavern. I'll shout out when I need you. Aha, ich soll also mal lochen. Na gut, wo fangen wir denn an? Aha. You think we'll be done here soon? Ja, das war einfach. I'm busy. Is there anyone else to bother? Das ist schon ein etwas größeres Gerät. Ja, auch Licht einschalten? Nee. Ein Helm hat scheinbar kein Licht. Problem? Not if you consider a spike in gravity readings a problem. I don't. Don't. What we're after? It'll read as an anomaly. That's what I was told anyway. Okay, now you're starting to freak me out. Scheinbar haben wir hier was entdeckt. It's just another job. Come on. We're getting close, I think. Yeah, everything is just... Lynn, seriously, there's something really effed up about this. Where is it, Hella? Through there. I think. Okay, you're up. Something goes wrong in there, we'll come get you. Why would anything go wrong? Would you shut up? Höhle erkunden, bekommen wir hin. Still getting weird gravity readings. I guess that's a good thing. Just keep going. So, jetzt wäre ein Licht nicht schlecht. Aha. Das kennen wir doch aus irgendeinem Trailer. Nehmen geht irgendwie nicht. Vielleicht sollte ich die mit meinem Mining Laser mal bearbeiten. Ah, ich muss das rausschneiden. Aha. Das kriegen wir hin. Jetzt probieren wir es nochmal mit Nehmen. Jetzt nimmt er das. Aha. Ja, greif ruhig zu. Es hat ein bisschen an Interstellar erinnert. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Oh ja, sie haben das Ding mitgenommen. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar?
Ah, da ist er. Der Charakter-Creator. Also hier kann man ja wirklich Stunden verbringen. Oh, der sieht doch ganz gut aus. Das waren jetzt also 40, kann man hier schon mal so durchklicken. Gehen noch mal zurück, mal gucken, was er noch so alles vorschlägt. Ich finde, die sieht ein bisschen aus wie bei Star Citizen in einigen Trailern. Also da ist eine Spielfigur, die sieht so ähnlich aus, finde ich. Vielleicht sehe ich das auch falsch, ich muss das mal vergleichen. Aber so, alles in allem ist der Charakter-Creator nicht schlecht. Also das, was wir jetzt hier so schon mal vorher so vorgebastelt haben, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Aha, das sind wir durch. Sollen wir einfach den nehmen? Ich möchte jetzt nicht zu viel Zeit damit verbringen, den Charakter zu erstellen. Wir nehmen den jetzt einfach. Ach, Hintergrund. Ich muss hier noch ein bisschen was auswählen. Zack, Hintergrund. Ja, was nehmen wir denn? Gastronomie. Bestienjäger. Aha. Also hier können wir uns verschiedene Sachen auswählen. Bildhauer. Dateifehler, das ist gut. Decker. Was war noch mal bei Dateifehler? Aha. Ballistik. Wohlbefinden. Gucken wir mal weiter, was wir hier noch so haben. Der Handel soll ja auch eine Rolle spielen. Inwieweit, weiß ich aber nicht. Aber da gab es ja so verschiedene, ja, Ankündigungen, will ich nicht sagen, aber Gewicht heben, ballistische Waffensysteme. Ja, es wird wahrscheinlich keinen geben, der die besten Sachen in sich vereint. Industrieller. Oh, Koch. Einen Koch gibt es auch. Aber der kann Nahkampf plündern, Kopfgeldjäger. Ronin, herrenlos und ungebunden. Türsteher. Also, ich denke, weil ich ja ein Entdecker bin, dann nehmen wir auch hier den Hintergrund Entdecker. Jetzt können wir hier noch Merkmale schauen. Umhaus. Universell erzogen. Nicht, ach, man kann die auch dann teilweise gar nicht kombinieren. Aber klingt ja auch logisch, das würde sich ja aufheben. Erhöhte Gesundheit, mehr Sauerstoff. Heil und Nahrung ist weniger wirksam. Irgendein Haken hat das immer. So ein Entdecker, der sollte empathisch sein, würde ich sagen.
Was haben wir denn noch? Heldenverehrung. Ab und zu taucht ein nerviger Fan auf. Wollen wir das? Kann nicht mit anderen Fraktionseigenschaften kombiniert werden. Universell erzogen. Du erhältst im Sanctum, nee, Sektum. Die religiöse Eigenschaften benötigen wir eigentlich nicht. Ich nehme das noch. Ah, dann hat er automatisch hier alles schon deaktiviert. Das kann man jetzt nicht mehr nehmen. Oh. Die Hypothek ist aber sehr hoch. Das wollen wir nicht. Was ist denn Arbeitgeber? Oh, das ist ja eigentlich ganz nützlich. Das nehmen wir noch dabei. So, Name. Ja, wie heißt denn der Entdecker? Da habe ich mir ja noch gar keine Gedanken gemacht. Wir nennen ihn Jack Sullivan. Hört sich, glaube ich, ganz gut an. I forgot Explorer was on your application. Must have been slow work when you don't have a ship. Well, you got the sample. Client's on his way. Then we all get paid. You remember anything that happened? So. It's our payday, that's what. Sooner we get it off our hands, the sooner it isn't our problem anymore. Ach, ich dachte, die würde jetzt Antwort geben, was das für ein Ding ist, was wir da gefunden oder was ich da gefunden habe. Ich behalte das mal für mich und sage, ich weiß nichts mehr. Well, makes the paperwork easier. And we got what we were looking for. All this trouble for that stupid thing? Sure don't look like much. Also anscheinend haben wir das Teil gesucht. It's worth more than this mine has pulled in all month. We'll be... Speak of the devil. Da kommt scheinbar der Kunde. Auftraggeber, wie auch immer. Constellation contact is on approach. Wait, the Explorers group? I thought they were kind of a joke. Not a joke. You're just too young to know better. Hey, I'm just saying they got a reputation. Hell, I bet half the crew here doesn't even believe they really exist. Half the crew doesn't believe Earth exists, but it's still there. Same with Constellation. Yeah, but come on. Exploring space? Who does that anymore? Wir haben so aber eine stabile Tür eingebaut. Not to them, apparently. All right, Dusty. Airlock. Put your helmet on. So, jetzt Tab drücken, wähle. Stand doch Tab drücken. Okay, Tab drücken, ja. Rüste deinen Helm aus. Wo haben wir den denn? Das ist die Mission. Aha, rüste deinen Helm aus, ja. Das würde ich gerne machen. Hier haben wir Inventar. So. Da haben wir den Anzug. Da ist der Helm jetzt nicht bei. Okay. Man kann nicht zurückdrücken. Mit Tab geht's zurück. So, Helm.
den jetzt auf. Nein, doch. Ich glaube schon. Meine Gesundheit geht runter. Warum hat er den Helm nicht aufgesetzt? Ausgerüstet. Nichts. Warum nicht? Wo ist denn der blöde Helm? Er hat den doch auf. Helm in... Ja, das mit dem Verbergen haben wir nicht gemacht. Helm, Tiefmin, ja. Warum geht denn die Gesundheit runter? Er hat doch den Helm auf. Obwohl es hier nicht so aussieht, als ob er einen Helm auf hat. So, Rucksack haben wir. Kleidung. Er hat diesen Helm nicht auf. Wie kann ich den aufsetzen? Also ein Doppelklick scheint hier nicht zu reichen. Verbergen, untersuchen, ablegen wollen wir ja alles nicht. Das ist ja doof. Also er hat einen Helm, hier steht ja eine 1. Aber er setzt ihn nicht auf. Machen wir mal X, untersuchen. Also hier geht meine Gesundheit massiv runter, weil ich keinen Helm auf habe. Warum setzt er den Helm denn nicht auf? So, jetzt hat er den auf. Ah, man muss den Helm anklicken mit der rechten Maustaste. So ist er ab und so ist er auf. Ah, okay. Das hätten sie ja auch ruhig hier mal hinschreiben können. Jetzt habe ich die Hälfte meiner Gesundheit verloren. Ich nehme an, das ist mein Raumschiff. So, triff dich mit dem Kunden. Das kriegen wir hin. Hallo. Er kommt raus, das ist schon mal gut. Er ignoriert mich. Das ist jetzt nicht so die feine Art. Okay. Sophisticated now, huh? So, you found something? Right here. The new guy found it. That right. And everything went cool? Just like grabbing those minerals on Bendy? Kazal, and no Barrett, not cool. He passed out after the extraction. Doesn't even remember what happened. Is that right, cowboy? Went on a trip, huh? All right. A little disappointing, not gonna lie, but reveling in the weirder space isn't everyone's idea of a good time. Ich verrate erstmal nicht, was ich gesehen habe. Wer weiß, wofür es gut ist. And I'll be happy to never see this thing or you ever again. That's why I like you, Lynn. All business. Barrett, the scanners on the frontier are reporting a ship coming in hot from orbit. Aha. I really thought I lost them. Es gibt also Ärger. Barrett?
Ich brauche erstmal eine Waffe. Gibt es hier irgendwo eine Knarre? Ja. Ne, ich brauche die andere Waffe. Wo ist sie? Moment. Waffen. Den Cutter legen wir jetzt mal weg und nehmen die hier. So. Die schießt nicht. Na, ganz toll. Was ist das denn? Mein Gott, legen die hier eine leere Waffe hin. So. So. Das ist kein... Ist das ein Pirat da? Nee. Ist hier noch einer? Jetzt stell dich mal nicht so an. Ah, cool, das haben wir auch mal in dem Trailer gesehen. Mensch, geh mir doch aus dem Weg. Das war's, glaube ich. Habe ich nicht aufgepasst. Was sollen wir jetzt machen? Sprich mit ihm. Okay, das kriegen wir hin. Now that was some fine work on the pressure. You dug up the artifact, right? That means you saw it. The visions. You're coming with me to Constellation. You're part of this now. Ah, so geht das also. Nichts lieber als das. Nothing wrong with honest work. Although, yes. Hauptsache weg hier. Oh, no, Barrett. No. You think you're just going to take off after the mess you caused? Yep. Oh, right. I guess I did just put you all on the Crimson Fleet hit list. How about I stay and I send your Dusty here in my place? I know, but he's not some miner anymore, Lynn. Soon as he touched that rock, something changed. Don't tell me you can't feel it. Fine. It's a deal. Get out of here, Dusty. You're on to bigger things. So einfach geht das. Jetzt habe ich meinen Chef. Danke für alles. Just go. Before I say something I regret. Das wollen wir nicht. Well, none of that's settled. Vasco, get him to the lodge. No deviations unless absolutely necessary, okay? Protocol Indigo. Indigo? Again? Very well. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there. And it even tells the time. Ah, da ist die Watch. Hey, look at that. The watch fits you perfectly. Now, questions? Du gibst mir dein Schiff? Technically, it's not even mine. Es ist geliehen. Aha, geklaut. Okay. Will keep you on course. Besides, I'm making an exception, since you can tell Constellation about that vision you had. That, my friend, is the million credit question. And Constellation can find the answer with your help. Das ist also die Reise, auf die wir jetzt gehen.
See, that's the problem with the settled systems. Too easy to take everything for granted. While everyone else is busy playing politics, we're the ones braving the unknown, charting the vastness of space. Without us, the galaxy is just a big room with the lights turned out. So, eine Frage noch. They're just following the loot, like pirates do. And I have something of a reputation as a loot collector. Come on. You're really not at all curious about that light and music show you experienced? Why it only affected you? Because if you didn't notice, we've all been handling it since with no problem. The way I see it, Constellation needs that artifact, but they also need you. This mystery is only getting bigger each step we take. And you're part of it now. Jetzt geht's los. And Vasco, don't let him break my ship. Und schon haben wir unser erstes Schiff. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich zumachen. Ah, hier kann ich mich da heilen. Was haben wir denn hier? Ah, da kann ich hin. Medipack nehmen. Und jetzt geht's hier die Treppe hoch. Ich würde mich aber gerne erstmal kurz, oder vielleicht nach der Videosequenz, nach der nächsten, ist er vielleicht wieder geheilt. Mal gucken. So, jetzt gehen wir da hoch. Und jetzt sind wir hier im Schiff. I assume you know how to fly a Class A Starship, as Barrett likes to say. Ja klar, das können wir. Aber erstmal möchte ich mich hier ein bisschen umschauen. Der Innenraum sieht ja schon schick aus, finde ich. Das haben sie schön hingekriegt. Forschungsstation, ja, das benutzen wir gleich. Wir werden jetzt erstmal starten. Oh, das sieht auch cool aus. Ein Schleudersitz, noch ein Schleudersitz. Und der Pilotensitz. So, jetzt ist hier die Steuerung wahrscheinlich so ein bisschen wie in No Man's Sky. Ich würde sagen, Space, abheben. Und weg ist er. Ja, die Steuerung ist in der Tat ein bisschen arcade, aber das soll ja so sein. Jetzt kommt so ein kleines Tutorial. Halte Alt gedrückt. Zwischen den Systemen hin und her. Aha. Ah, jetzt können wir hier, genau, das ist jetzt hier diese Mine auf diesem Planet. Wenn ich die rechte Maustaste festhalte, kann ich den Mond drehen. Und ich kann jetzt also nicht einfach irgendwo landen, sondern ich könnte jetzt hier diesen Punkt anklicken. So, was haben wir hier hinten? Jetzt können wir da hinspringen. Und da könnte ich jetzt quasi zu diesem Forschungslabor fliegen.
Landeziel festlegen mit Maus 1. Ja, auf dem Gasriesen kann man wahrscheinlich nicht landen. Gibt es denn hier mehr? Oh, hier haben wir zwei Locations. Verlassene Robotiklabor. Verlassenes Robotiklabor, ja. Das ist der Mond, wo wir, glaube ich, gerade waren. Ne, hier ist gar nichts. Hier ist auch nichts. Also so kann man jetzt quasi hier zwischen den Monden und Planeten hin und her springen. So, wir sind jetzt hier. Mit der Taste V könnt ihr dann wieder zurückspringen. Lerne fliegen. Das ist jetzt die aktuelle Mission. Ich würde sagen, dann... Ach, jetzt können wir hier mit der Tabulator-Taste auch alles sehen. Ja. Was haben wir hier? Sternenstation. Sollen wir mal zu einer Sternenstation fliegen? Da ist unser Schiff. So, jetzt habe ich die mal angewählt. Ah, mit Tab kann ich noch mal weiter raus. Cool. Schnellreise nicht verfügbar. Wahrscheinlich sollen wir einfach nur mal ein bisschen rumfliegen. Boost geht aber relativ schnell leer. Na gut, er lädt aber auch relativ schnell wieder auf. Let's turn our attention to the shields. Try adjusting power to the shields. Notice more power increases their strength. Shields protect the ship from hull damage. Without a hull, but be vaporized. Shield health is displayed in the lower right. Hull damage is below it. Also den Boost kann man nicht nur kurz benutzen, der brennt dann komplett runter. Das ist doch wieder der Pirat. So, da ist er hin. Close to it before we can access the remains.
So, das können wir uns jetzt quasi einsacken. Kobalt und Halbmetall-Wafer. Müssen wir da einfach reinfliegen? Nehmen mit E. Two more Crimson Fleet ships are jumping into our location, Captain. Müssen wir die auch noch fertig machen? Reise nach Crete. Jetzt geht's aber voran. Da oben ist er. Festlegen, das macht er jetzt so einfach nicht. Man kann auch mit dem Mausrad rein zoomen. Jetzt hat er es gemacht. Okay. Kurs festlegen. Jo. Man muss also erst mit dem Mausrad ein bisschen ranzoomen. Und jetzt drücken wir X und dann reisen wir dahin. Bei Star Citizen ist das halt mit dem Quantum Drive etc. eine ziemlich lange Reise teilweise und hier zack Videosequenz. So, Karte, R. Landeziel festlegen und X landen. So funktioniert das. Dann kommt jetzt ein kurzes Video und dann sind wir dort gelandet. So, mit E kann ich jetzt aufstehen. Ich eigentlich speichern, schlafen. Wir haben jetzt gestreamt, 45 Minuten. Ich würde sagen, das reicht für einen Anfang, für den ersten Einstieg in Starfield. Ich streame morgen wieder. Wann genau die Uhrzeit, weiß ich noch nicht, aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr ja wieder reinschauen und dann seht ihr, wie es weitergeht mit Jake Sullivan.
Bis dahin, viel Spaß und tschüss.